Hallo, willkommen bei Klaus Grill, feines Grillen Barbecue. Heute gibt es was Cooles und zwar Feta Kräuterbutter Baguettes. Und wenn ihr wissen wollt, wie die aussehen, dann müsst ihr dranbleiben, weil ich habe die Dinger schon aufgegessen, bevor wir hier den Endspieler drehen konnten. Viel Spaß dabei! Für unser Ciabatta mit Kräuterbutter und Feta brauchen wir ja nicht viel. Ich meine, der Name verrät es ja schon fast. Wir brauchen Ciabatta, dann brauchen wir so Feta-Käse und Kräuterbutter. Wie man die Kräuterbutter macht, findet ihr jetzt auf meiner Website. Auch das Gewürz dazu findet ihr auf der Website. Meine liebe Frau da schon ganz lieb eingepflegt. Welches Gewürz ist drin? Grillbuttergewürz. Ja. Ansonsten kann man sich hier die Grillbuttergewürz auch nach wie vor kaufen. Und das findet ihr hier unten in der Beschreibung. Und wir brauchen dazu noch ein Butterbrot-Schmiermesser. Ich glaube, das ist ein Fachbegriff dafür. Und ein scharfes Messer und ein Brett. Also die größte Herausforderung an diesem Rezept ist, das Ciabatta einigermaßen gerade aufzuschneiden. Und zwar einfach so halbieren. Also wenn er das hinkriegt, dann kriegt er den Rest auch hin. Zack, aufgeschnitten, schön halbiert, schön frisch. Und jetzt wird das wirklich großzügig mit Kräuterbutter eingeschmiert. Eingestrichen, oder? Ja. Ja, eingeschmiert hört sich so komisch an. Eingestrichen. Du streichst das ein. Voll der Streicher. Also großzügig, nicht zu viel. Also wenn die Kräuterbutter da drauf schwimmt, dann wird es halt schwierig, weil dann suppt das uns irgendwann durch. Aber ich finde, Brot kann schon Geschmack vertragen. Und Fett ist Geschmacksträger. Also ich bin auch Geschmacksträger, von daher alles gut. Du musst mir jetzt eigentlich widersprechen, oder? Ach, die widerspricht mir nicht. Wirst du sonst immer widersprechen und jetzt, wo man drauf ankommen würde, wäre einfach ja. Schweigen. Ich weiß, wenn ich einfach still zu sein habe. Genau. Lass uns das hier nicht weiter vertiefen. Also, jetzt nehmen wir unseren Käse und bröseln ihn da schön drüber. Persönlich so Schafskäse finde ich da total super drauf. Ich glaube, Gouda kommt jetzt nicht so toll. Du bist voll der Brösler. Ich bin voll der Brösler, ja. Streicher, Brösler, was nicht sonst noch alles? Griller. Griller? Na, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ah, ich habe nur aufgeschnitten, aufschneider bin ich auch noch. Hast du gesehen? Also wenn euch sonst irgendwelche Schimpfworte einfallen, schreibt die runter in die Kommentare. Ich lösche die direkt raus. Blockieren ist immer eine Option. So. Jetzt kommen wir wieder zur Ernsthaftigkeit dieses Themas. Ja, und zwar habe ich hier einen Kugelgrill. Und den habe ich so vorbereitet, dass ich rechts einen Kohlenkorb habe, links einen Kohlenkorb, unten die Lüfter so ziemlich weit offen. Der hat jetzt so 220 Grad. Und jetzt nehmen wir unsere Ciabattas und legen die da einfach in der Mitte drin. Kann ich da auch Bacon drauf machen? Du kannst da auch Bacon drauf machen. So, und dann schließen wir den Deckel. Na, ich liebe dieses Klappergeräusch. Also, Deckel geschlossen und da lassen wir die jetzt ungefähr eine Viertelstunde drin. Exakt eine Viertelstunde ist rum, ich stehe im Rauch. Ja, die Glocke läutet diesmal nicht mehr, aber ich glaube, das Essen ist trotzdem fertig. Und zwar, da sieht man sie schon. Und zwar, wenn unser Feta hier oben so kleine dunkle Spitzen bekommt, dann ist die ganze Geschichte fertig. Und wir können sie runternehmen. So sehen die aus. Und ich mache das immer so, ich schneide immer gleich ein Stückchen runter für unsere Gäste. Und dann wird die Essen, beziehungsweise in diesem Fall gekostet. Ich freue mich. Schön, wa? Ja, runtergekocht, man soll nicht mit vollem Mund sprechen. Und ja, also leckere kleine Beilage. Ich finde, mit dem Feta oben drauf ist mal so was anderes als mal die klassischen Kräuterbaguettes. Vor allem kannst du Radfahrt selber machen. Musst du nicht viel für können und ja, sollte man auch tun. Wenn euch dieses kleine Beilagenvideo gefallen hat, freut mich über einen Daumen nach oben, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo. Natürlich am allermeisten freue ich mich, wenn ihr die Dinger selber mal macht. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut.